Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu meinem Klausuren-Vlog im 5. Semester des Pharmaziestudiums. Und ich kann es kaum glauben, 5 Semester sind fast um. Ich studiere jetzt einfach schon seit 2,5 Jahren und ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann nichts. Und am Mittwoch steht meine Klausur an, meine erste Klausur in diesem Semester. Und zwar geht es dort um Arzneistoffanalytik. Das ist ein Fach, für das ich auch schon die ganzen letzten Wochen gelernt habe. Also ich habe allgemein super lange gelernt. Also nicht so jeden Tag 10 Stunden, aber auch während ich Labor zum Beispiel hatte, habe ich fast jeden Tag nochmal so 1-2 Stunden meine Karteikarten gelernt oder wiederholt. Und jetzt eben in den letzten Wochen habe ich meine ganze Zeit damit verbracht, Nachweisreaktionen zu lernen. Wirklich, diese Klausur besteht einfach gefühlt nur aus Auswendiglernen. Und dann kommen manchmal so ein paar Basic-Wissen-Fragen aus dem Grundstudium auch. Also deswegen habe ich auch immer mal versucht, so ein bisschen was zu wiederholen. Zum Beispiel Oxidationszahlen oder Nomenklatur. Ja, letztendlich ist die beste Methode, um Sachen auswendig zu lernen, sich Karteikarten zu schreiben. Ich habe das Ganze wieder digital auf Anki gemacht und habe jetzt eben verschiedene Stapel zu Identitätsreaktionen, Gehaltsbestimmungen und eben noch so ein paar anderen Seminaren, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement, Arzneibuch. Also dazu hatten wir auch tatsächlich gar keine Vorlesung, sondern immer nur so ein paar Seminare und eben das Praktikum. Aber quasi alles, was in den Seminaren dran kam, das müssen wir auch können. Also es ist trotzdem eine Menge Stoff. Zu den entsprechenden Arzneistoffen müssen wir dann eben auch Indikationen kennen, Wirkungsweise, Struktur, Formel. Und ich habe mich heute an meinen Lernplan gehalten. Da stand nämlich drauf, ASA, Gehaltsbestimmungen und sonstige Sachen wiederholen. Also habe ich einfach meine Anki-Stapel wiederholt und bin noch mal ein bisschen die Klausuraufgaben durchgegangen. Weil ich habe natürlich in den letzten Tagen auch einige Altklausuren versucht zu lösen. Und da markiere ich mir eben immer Aufgaben, womit ich nicht zurechtkomme oder was ich eben falsch hatte. Und davon habe ich jetzt nochmal ein paar versucht zu lösen. Ich bin jetzt auch wirklich einige Stunden in der Bib gewesen, also 8.30 Uhr bis 16 Uhr mit einer kurzen Mittagspause. Ja, ich konnte jetzt aber nicht mehr wirklich lernen, deswegen habe ich erstmal ein bisschen gechillt auf meinem Bett am Handy und werde mir jetzt erstmal eine Kleinigkeit zu essen machen. Und dann versuche ich weiter zu lernen, noch ein bisschen für ASA und dann für Biochemie. Das ist nämlich die zweite Klausur, die dieses Semester ansteht und ich habe bis jetzt noch nichts gemacht. Also ich bin schon mal ein paar Karteikarten durchgegangen, denn die Biochemie-Karteikarten habe ich zum Glück schon. Aber das war eben wirklich nur ein kleiner Teil und ich habe momentan einfach so gar keine Lust mehr, ASA zu lernen. Deswegen lerne ich lieber Biochemie, anstatt gar nicht zu lernen. Also ich meine, ich habe auch nur noch einen Tag, um ASA zu lernen, so dann ist eh die Klausur. Also so viel Zeit bleibt mir nicht mehr, aber keine Ahnung. Ich habe so lange gelernt, ich habe so viele Reaktionen gelernt und jetzt in so 1-2 Tagen werde ich nicht mehr alles umreißen können. So dafür, dass ich eigentlich alle Reaktionen kann, bin ich in den Klausuren schon vergleichsweise schlecht. Aber ich habe jetzt auch noch nicht wirklich durchgezählt, ob es reichen würde. Was aber auch nicht so ganz einfach ist, weil wir keine offiziellen Lösungen haben und so. Und die Klausur dieses Semester auch von jemand anderem gestellt wird. Und es kann halt sein, dass irgendwie das Skript früher anders war oder so. Deswegen, manches lasse ich auch einfach raus, weil ich mir so denke, das ist mir jetzt egal. Also ich versuche mich auf die Sachen zu konzentrieren, die ich bis jetzt schon gelernt habe. Und versuche die so in meinem Gedächtnis zu halten und immer zu wiederholen und so. Aber viel Neues wird jetzt heute nicht mehr dazukommen. Und morgen auch nicht. Bis jetzt bin ich irgendwie so null aufgeregt, obwohl ich ASA wirklich bestehen will. Weil beim zweiten Versuch, beim Nachschreibetermin, bin ich gar nicht da. Theoretisch könnte ich ASA auch nächstes Semester schreiben. Also ich müsste jetzt das Praktikum erstmal nicht wiederholen oder so. Also man muss die Chemieklausur jetzt im 5. Semester nicht bestehen, um ins nächste zu kommen. Das nimmt natürlich den Stress schon mal so ein bisschen raus, aber je eher man es fertig hat, desto besser natürlich. Oh, es regnet, ich muss meine Wäsche reinholen, oh mein Gott. Es ist so ein Kampf wirklich gerade. Ich kann mich nicht wirklich mehr konzentrieren. Und zur Biochemie bin ich bis jetzt auch noch nicht gekommen, also werde ich wahrscheinlich auch heute nicht mehr. Ich glaube, ich muss heute einfach früh schlafen gehen und dafür morgen umso mehr schaffen. Ich meine, ehrlich zu sein, Biochemie steht auch nicht auf meinem Lernplan so. Ist okay, was ich heute gemacht habe. Ich meine, ich war wirklich nicht unproduktiv. Bei mir hat sich alles so angesammelt und keine Ahnung. Ich will nicht mehr lernen. Spielen wir gleich was. Heute fängt mein Lerntag nicht so mega früh an, also es ist schon um 10, eigentlich eine ganz angenehme Zeit. Und ich habe heute vor, die funktionellen Gruppen zu wiederholen. Das sind 48 Karteikarten. Ansonsten sind jetzt auch noch bei den Seminaren und bei den Gehaltsnachweisen so ein paar Wiederholungen nötig. Also es wird auf jeden Fall einige Zeit dauern und bei den Strukturformeln sehe ich gerade fast 90 Karteikarten.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das heute noch machen werde, aber Strukturformen gehen natürlich auch schneller als Gehalts- und Identitätsnachweise. Und viele kann ich auch einfach überspringen, weil ich die halt safe kann. Also von daher steht heute so einiges vor mir. Ich werde mich heute sehr intensiv mit Anki beschäftigen. Sehr lange. Ich hoffe, ich kriege das schnell hinter mich. Und dann möchte ich natürlich auch nochmal in den Altklausuren so ein bisschen nachschauen, was ich bis jetzt falsch hatte und was ich mir auf jeden Fall eben noch merken muss. Ja, dann habe ich mir auch noch eine Liste gemacht mit Sachen, die ich vor der Klausur nochmal mir anschauen wollte oder wo ich nochmal Übungsaufgaben dazu machen wollte oder so. Aber das hat jetzt erstmal nicht so hohe Priorität, sondern eher das, was ich sowieso schon kann und einfach nochmal sicher gehen will, dass ich dann keine Schlüsselfehler morgen mache. Ich habe meinen Lernplan übrigens auch nochmal so ein bisschen überarbeitet und untergliedert. Anfangs habe ich mich an ASA mit den Identitätsreaktionen beschäftigt und hier kam dann eben Gehalt dazu. Die Gehaltsbestimmungen sind eben nicht so schwer zu lernen gewesen wie die Identitätsreaktion. Deswegen eben nicht so viele Tage. Dann gab es nochmal so ein bisschen sonstige Sachen. Dafür habe ich dann auch nochmal so ein paar Tage eingeplant gehabt. Und hier, das waren dann vor allem die Wiederholungstage für Identität, für Gehalt. Und hier eben auch nochmal alles so ein bisschen querbeet. Also ich halte mich jetzt gerade nicht hundertprozentig daran. Ich versuche jetzt einfach alles weitestgehend zu wiederholen, was noch offen ist. Ich versuche Altklausurfragen zu wiederholen, die ich noch nicht geschafft habe. Aber bis jetzt sieht es so aus, dass ich nicht alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Also ich glaube, ich schaffe es nicht nochmal, alle Altklausuren durchzugehen, die ich bis jetzt probiert habe. Und auch die Karteikarten, die noch vor mir stehen, das sind wirklich noch einige. Ich weiß nicht, wie ich das heute noch schaffen soll. Hoffen wir, dass nur Sachen drankommen, die ich auch gelernt habe und die ich gut kann. Aber ich weiß, du willst wahrscheinlich nicht kommen. Naja, ich muss noch mal so einiges wiederholen. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich bin so froh, wenn das rum ist. Aber dann fängt schon der nächste Block an, und zwar Biochemie. Und das wird noch eintöniger, weil ich einfach jeden Tag das Gleiche habe. Und zusätzlich auch noch so ein bisschen unter Stress stehe, weil ich da gefühlt wirklich noch nichts kann. Also nicht nur gefühlt, ich kann halt wirklich noch nichts. Schon längere Zeit in diesem Vlog nicht mehr gemeldet. Was daran liegt, dass ich die letzten Stunden mehr oder weniger nur mit Lernen verbracht habe. Ja, ich fahre jetzt los zur Uni, um dort meine ASA-Klausur zu schreiben. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe so auf gute Aufgaben. Es ist mal wieder ein sehr aufgabenabhängiges Gebiet, weil es halt meistens nur zum Auswendiglernen ist. Und entweder ich habe es gelernt oder ich habe es nicht gelernt. Und mit etwas Glück kann man auch die eine oder andere Frage noch beantworten, die man nicht gelernt hat. Aber schnell hört es dann eben auch auf. Ja, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen aufgeregt, wobei meine Aufregung schon geringer ist als sonst so die letzten Semester. Das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall, aber ja, ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Hi, irgendwie habe ich in diesem Vlog geplant, meine Vorbereitung auf ASA mitzufüllen, meine ASA-Klausur, meine Biochemie-Vorbereitung und meine Biochemie-Klausur. Aber dadurch, dass das halt ein relativ langer Zeitraum ist, denke ich mir jedes Mal so, ach, ich habe jetzt keine Lust zu filmen, ich mache das einfach später und dann vergesse ich es. Und ich versuche mich wirklich zu verbessern, aber irgendwie merke ich es, dass ich seit ein paar Wochen nicht gevloggt habe. Auf jeden Fall habe ich heute früh die Arzneistoffanalytik-Klausur geschrieben und sie war ein bisschen anders als sonst. Also viele fanden sie nicht gut und auch schwerer als sonst. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz einschätzen, weil ich wahrscheinlich auch so ein bisschen anders gelernt habe. Aber ich kann wirklich festhalten, so Sachen, die sonst oft abgefragt wurden oder wo man sich schon sicher sein konnte, dass die abgefragt werden, die wurden nicht abgefragt. Und es kamen tatsächlich auch sehr, sehr viele Identitätsreaktionen dran. Sonst kamen, glaube ich, mehr Gehaltsbestimmungen auch dran. Die Gehaltsbestimmungen, die dran kamen, die habe ich, glaube ich, verkackt. Und es war ab und zu so bei Aufgaben, dass ich zwischen zwei Sachen geschwankt habe. Zum Beispiel bei der Struktur, kommt es dahin oder da. Und ich habe mich wirklich immer für das Falsche entschieden. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich einige Punkte gesammelt habe. Und ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn ich jetzt durchfalle. Also ich will mich jetzt ungern mit anderen vergleichen und so sagen, ja, ich habe so, so viel mehr gemacht oder keine Ahnung, ich lerne schon so lange und andere haben jetzt eine Woche Altklausuren gemacht und dann muss ich ja bestehen, weil so ist es ja oft nicht. Also die Zeit, die man ins Lernen investiert, sagt absolut nichts darüber aus, wie man im Endeffekt abschneidet. Ich kann nicht meine Klausurerfahrung in den Semestern davor vergleichen und ich weiß, damals habe ich auf jeden Fall nicht so früh angefangen zu lernen, beziehungsweise wenn, dann habe ich mich halt auf mehrere Klausuren vorbereitet, aber jetzt habe ich wirklich viele Wochen nur ASA gelernt und ganz ehrlich, das würde ich nicht nochmal im Herbst machen, zumal ich zur Nachklausur auch gar nicht da bin.
Nee, also da, ich glaube, da breche ich eher das Studium ab. Als ich meine, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber es ist schon so eine unnötige Arbeit, finde ich. Ich meine, klar, so ein paar Sachen muss man auch verstehen. Aber ganz ehrlich, wenn man irgendwas nachweisen muss, dann mache ich das nicht mit den Infos, die ich in meinem Kopf habe, sondern dann gucke ich im Arzneibuch nach. Also ich verstehe schon, warum man das mal gehört haben muss und warum man das auch mal gemacht haben muss. Aber so ganz überzeugt bin ich von dem Prinzip nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir das auch nochmal irgendwann lernen, oder? Im 8. Semester kommt da nicht auch nochmal irgendwie sowas ähnliches. Arzneimittelanalytik oder so. Naja, auf jeden Fall müssen wir uns jetzt dem nächsten oder dem größeren Problemfall widmen, und zwar Biochemie. Ich bin jetzt gerade mal ein paar Karteikarten durchgegangen und es ist auch soweit okay, aber meine Konzentration ist gerade schon sehr im Keller. Deswegen hoffe ich, das wird besser, wenn ich mich dann morgen früh direkt aufs Lernen konzentriere. Also ich werde wahrscheinlich morgen auch direkt um 8 in die Bib gehen und mir hoffentlich einen guten Platz sichern. Also momentan kann ich zu Hause irgendwie echt nicht gut lernen. Auf jeden Fall fließen so einige Veranstaltungen in die Biochemie-Klausur mit ein, und zwar zum einen Vorlesung, dann klinische Chemie und das Biochemie-Praktikum, was wir ganz am Anfang des Semesters hatten. Ich werde in diesen Tagen mir einfach die 300, 400 Karteikarten versuchen einzuprägen und Altklausuren zu lösen und mir Sachen durchzulesen, die ich noch nicht verstehe, mir Videos anzuschauen und das alles so ein bisschen intuitiv zu gestalten, also so, worauf ich gerade mehr Lust habe und so. Und dann werde ich einfach mal probieren, ob das mit dieser Klausur klappt. Ich habe mir vorhin eine Altklausur in Biochemie angeschaut und ich konnte sehr, sehr wenige Fragen beantworten. Also ja, ich habe jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Zeit. Ich habe 4 Tage Zeit und dann muss ich das können. Mal schauen, wie das klappt. Also manchmal frage ich mich wirklich, warum ich mir das antue. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade so lost. Ich weiß wirklich nicht, wie ich noch für Biochemie lernen soll. Also ich baller die ganze Zeit Karteikarten durch, bis zum geht nicht mehr. Aber irgendwie muss ich dann auch mal Altklausuren machen. Und es sind eben teilweise so komplexe Zusammenhänge, die man auch verstehen muss. Und das dauert schon ein bisschen. Also ja, wir haben jetzt Freitag, wir haben um 11. Ich habe gestern mir fast alles zur Vorlesung erarbeitet. Da waren noch so ein paar Rechnungen dabei, die musste ich auch erstmal so ein bisschen nachvollziehen. Und gestern Abend und heute früh habe ich mich mit dem Immunsystem beschäftigt. Ich habe da einige Videos angeschaut, bin meine Karteikarten durchgegangen, bin nochmal das Skript aus der klinischen Chemievorlesung fürs Immunsystem durchgegangen. Also das sollte ich jetzt eigentlich so halbwegs können. Aber mal schauen, jetzt beschäftige ich mich mit dem wichtigeren Teil für die Klausur. Das sind nämlich die Sachen aus dem Praktikum und ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist für mich, weil ich die ja auch schon mal gemacht habe und weil ich mich ja schon mal auf die Versuche vorbereiten musste. Das ist zwar schon so ein bisschen her, aber trotzdem habe ich ja von vielen Sachen zumindest noch einen groben Schimmer oder mir fällt es dann wieder ein, wenn ich es eben lese. Jetzt gerade beschäftige ich mich mit ZYP-Enzymen und lese mir dann nochmal so ein paar Sachen durch. Ich habe parallel auch immer ChatGPT offen. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann schreibe ich es einfach rein. Ich meine, es stimmt zwar nicht immer hundertprozentig, aber um so einen groben Überblick zu bekommen, reicht mir das gerade. Vor allem, wenn man halt schon so einen groben Plan hat. Es geht mir einfach nochmal so ein bisschen darum, die Zusammenhänge nachzuvollziehen. Ja, manche Sachen muss man einfach auswendig lernen und manche muss man auch so ein bisschen verstehen. Eigentlich finde ich Biochemie wirklich interessant und ich sehe mich jetzt auch noch gar nicht, dass ich diese Klausur bestehe. Zur Not muss ich es halt im September nochmal lernen, aber dann ist es vielleicht umso besser. Das sage ich wirklich jedes Semester, wenn ich irgendwie eine Klausur habe, für die ich nur so ein paar Tage lerne. So, eigentlich wäre das nochmal gut, wenn ich jetzt durchfalle, weil dann kann ich mich nochmal in der Nachklausur richtig damit beschäftigen und verstehe es. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn ich es hinter mir habe. Naja, also ich werde die nächsten Tage jetzt wirklich alles geben. Wirklich von morgens bis abends durchlernen. Gestern war ich den ganzen Tag in der Bib von 8 bis 19 Uhr oder so. Und heute lerne ich zu Hause, was ich auch teilweise ein bisschen besser finde, weil ich eben so die Abläufe dann vor mich her sprechen kann und das irgendwie mir ein bisschen hilft, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Ja, ich habe, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass ich ASA bestanden habe. Habe ich das schon erzählt? Irgendwie, ich habe gestern gar nichts gefilmt, außer so ein paar Szenen aus der Bib. Aber mein Tag war gestern halt auch wirklich so
langweilig. Also ich war abends noch im Gym. Das war so das einzig Positive, die einzige Freizeitaktivität, die ich hatte. Ansonsten, ja, ich bin sehr froh, ich habe ASA bestanden. Auch relativ gut, also jetzt nicht super gut, aber schon so ungefähr, wie ich es erwartet habe. Im Nachhinein, beim drüber nachdenken, sind mir schon noch viele Fehler aufgefallen, die ich selbst so gemacht habe. Also hätte ich mich ein bisschen besser konzentriert und alles noch besser vor der Klausur wiederholt, dann hätte ich auch noch weit mehr Punkte erreichen können. Aber ist ja relativ egal. Also ich bin froh mit meinem Ergebnis auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass ich bestanden habe. Es haben tatsächlich auch relativ viele bestanden, also 70% oder so. Ansonsten werde ich erstmal versuchen, weiterzulernen. Und wie gesagt, ich sehe mich wirklich noch nicht bei dieser Klausur. Ich sehe mich auch jetzt noch gar nicht dabei, dass ich überhaupt mitschreiben werde. Aber ich werde es versuchen. Vielleicht passiert ein Wunder, ich glaube es nicht. Also ich glaube, die Klausur wird so dermaßen schlecht ausfallen bei allen. Außer bei den Leuten, die vielleicht ASA nicht mitgeschrieben haben, jetzt die ganzen Wochen schon für Biochemie gelernt haben. Ich sehe es wirklich kommen. Es gibt so drei Leute, die bestehen die Klausur und der Rest fällt durch. Also keine Ahnung, das in 4 Tagen zu lernen, ist halt schon irgendwie eine Herausforderung, finde ich. Aber ich meine, ich bin auch erst an Tag 2. Okay, mein Wissen wird ein bisschen besser, aber mein Gefühl nicht wirklich. Also ich glaube nach wie vor nicht dran, dass ich diese Klausur bestehe. Ja, ich habe es jetzt auch wirklich noch keine Altklausuren so wirklich gemacht. Ich habe mal kurz drüber geschaut, manche Aufgaben gingen, glaube ich. Aber manche sind auch so ein bisschen weiter gedacht, dass ich meistens bemerke, dass ich das Thema doch noch nicht wirklich verstanden habe, um das eben so zu übertragen auf die Aufgabe. Ja, ich habe mir heute früh so ein paar Gentechnikmethoden erarbeitet, die Proteinaufreinigung, und habe mich noch mal ein bisschen mit Enzymkinetik beschäftigt. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon fast alle Themen so zumindest grob durch. Also heute werde ich die nicht komplett durchgehen, aber morgen früh wahrscheinlich. Also wie ich mir das auch gedacht habe. Ich habe mir das, glaube ich, ganz gut aufgeteilt. Und ich fahre jetzt in die WIP, um noch einen Stapel zu lernen. Das ist ein bisschen Richtung Proteinanalytik, was ich jetzt eben noch lernen muss. Und dann bestmöglich schaue ich heute Abend ein paar Altklausuraufgaben an. Und es ist auch, glaube ich, mal ganz gut rauszukommen. Gestern bin ich nämlich nur abends rausgegangen mit meinem Freund, als es schon dunkel war. Und so kann man natürlich auch kein Vitamin D bekommen und so ein bisschen Sonnenstrahlen. Das ist ja relativ wichtig schon irgendwie. Ich muss auch sagen, das stresst mich gerade wirklich total. Ich will mich absolut nicht stressen, aber ich bin echt gestresst. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Ich könnte auch einfach jetzt sagen, okay, ich höre auf und lerne einfach für die Nachklausur. Es wäre so viel einfacher, aber I don't know. Ich weiß nicht. Ich will es einfach immer versuchen. Boah, ich habe so viel gemacht in den letzten Tagen, wirklich. Also jeden Tag habe ich so extrem lange gelernt. Ich bin halt mehrere Stunden lang Karteikarten durchgegangen. Und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, dann habe ich das versucht zu googeln oder irgendwie nachzulesen. Und dadurch, dass ich das ja jetzt alles auch etwas kurzfristiger lerne, fällt natürlich die Wiederholungszeit meistens weg. Ich habe gestern versucht, so eine Altklausur zu bearbeiten. Und so ein paar Aufgaben waren okay, aber mit ein paar konnte ich auch nichts anfangen. Und bei ein paar Teilaufgaben hatte ich zwar das Thema und kannte mich doch so halbwegs aus, aber konnte halt die Frage trotzdem nicht beantworten. So, also es kommt halt wirklich sehr auf die Fragen an. Und ich glaube nicht, dass es uns so einfach gemacht wird. Ich bin momentan dabei, meine Karteikarten zu wiederholen. Vor allem eben die, die ich an den ersten Lerntagen gelernt habe. Und so Strukturformeln und so. Also so ein paar Strukturformeln sind eben dabei. Ansonsten sind doch wahrscheinlich so ein paar Rechenaufgaben dabei. In Bezug auf Basenpaare, DNA oder irgendwie sowas. Oder auch Enzymkinetik, KM-Werte, sowas. Also die Formel habe ich mir auch gerade nochmal angeschaut. Und ich weiß wirklich nicht, ob das morgen was wird. Also nein, ich weiß eigentlich, dass es nichts wird. So, aber ich habe schon sehr viel Energie jetzt in diese Vorbereitungszeit gesteckt. Und ich glaube, ich bräuchte halt wirklich noch so 2-3 Tage mehr. Und dann könnte ich die Themen an sich ganz gut. Und dann brauche ich noch mal so 2-3 Tage mehr, um Altklausuren durchzugehen und mein Wissen zu festigen. Aber naja, die Zeit habe ich halt nicht, ne? Also Augen zu und durch morgen. Und dann habe ich um 11 Uhr Ferien. Es ist so toll, wirklich richtige Ferien. Einfach so, wow. Aber jetzt muss ich erstmal noch mich weiter ins Lernen setzen. Die nächsten Stunden investieren. In der Hoffnung, dass mir diese paar Stunden die Klausur retten werden. Oh mein Gott, das ist so traurig. Das ist wirklich toll, es regnet einfach. Es regnet einfach. Ich muss jetzt zur Klausur. Ich komme komplett nass an. Das ist... Warum? Oh nein. Mann. Oh mein Gott, Leute. Ich habe Semesterferien. Es ist so toll. Es ist einfach endlich soweit. Nach so viel Lernen, nach so viel Wochen Lernen. Und ich muss ehrlich sagen, Bio lief besser als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die
nicht ganz so viele fiese Aufgaben mit reinnehmen. Also, I don't know, ich konnte echt viel beantworten. Vor allem auch dafür, dass ich nur 4 Tage gelernt habe. Aber ich meine, die 4 Tage habe ich wirklich durchgezogen. Das muss ich schon ehrlich sagen. Also immer will ich es nicht so machen. Ich bevorzuge es, mich längerfristig auf eine Klausur vorzubereiten und mir dann auch wirklich sicher zu sein, wenn ich in die Klausur gehe. Aber ich glaube, es war okay. Aber es dauert noch ein paar Wochen, bis wir die Ergebnisse bekommen. Also, I don't know, beende ich diesen Vlog an dieser Stelle. Genieße jetzt noch meine Semesterferien. Die nächsten 3 Monate hört ihr nichts mehr von mir. Nein, Spaß. Aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen erholen, ein bisschen aufräumen, ein bisschen mental runterkommen, mich ausschlafen. Das sind sehr schöne Beschäftigungen für die nächsten Tage. Ich freue mich. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss und bis bald.